kannst schnell zu freigeschalteten Orten reisen, indem du deine Karte öffnest und den Zielort anwählst. Ah, ja, besonders groß scheint das ja nicht zu sein. Wir sind hier oben gestartet oder so. Landeplatz entdeckt, plus 100 EP. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Das sieht mir aber nach Plünder aus. Willkommen aboard, Apex Transport. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Oh ja, sehr effektiv. Welcome aboard, die Unreliable. Apex Transport Triangular Kolonie 2325. Also das Schiff hieß früher die Reliable. Jetzt ist es die Unreliable. Wie hieß der Captain? Hawthorne? Intruders are not authorized to access the Unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Ist dem so? Waffenteile aufheben. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Dann mach doch was dagegen. Abgesägte Schrotflinte aufheben. Das ist die Schiffskabine. Eine deiner Waffen oder Rüstung ist kaputt und kaum noch funktionstüchtig. Du solltest nach einer Werkbank suchen und sie reparieren. Die Werkbank ermöglicht es dir, Waffen und Rüstung zu reparieren, zu verbessern und zu modifizieren, damit sie jederzeit kampfbereit und in bestem Zustand sind. Wähle auf jedem Bildschirm erst die zu bearbeitende Waffe oder Rüstung aus und dann, was du damit tun möchtest. Sie reparieren, in Teile zerlegen, mit einem Mod verändern oder sie per Tüfteln verbessern. Das war die Schrotflinte. Eine Langwaffe. Oh, mit Langwaffen sind wir gut. Mit Langwaffen sind wir besser als mit Handfeuerwaffen. Glaube ich. Zustand 5%. Ich möchte sie gerne reparieren. Da. Wie geht das? Schaden von 4 auf 14. Reparieren kostet 18. Ach, 18 Waffenteile. Ich habe 15. Wo kriege ich Waffenteile her? Waffen zerlegen, nehme ich an, ne? Okay. Ich könnte meinen Kryonikanzug zerlegen. Mache ich aber nicht. Habe ich noch andere Waffen? Nee, ne? Das. Ach doch, hier, da guck mal einer an. Und den Teleskopstab. Und die kaputte Schrotflinte. Den machen wir hier rein und die zerlegen wir. Für Waffen. Für drei Waffenteile. Damit hätte ich dann 18. Und könnte die Schrotflinte reparieren. Sehr geil. Verbraucht leichte Munition. Für eine Schrotflinte ziehe ich seltsam. Ich habe gedacht, das wäre schwere. Wenn du dachtest, dass Hammersmiths taktische Schrotflinte schwer zu handhaben war, probiere die erstmal die hier, falls du nochmal triffst. Ey, falls du doch mal triffst, steht dein Gegner aber nicht mehr auf. Das sieht aus wie ein Granatenwerfer. Okay. Okay, gehen wir jetzt weiter erkunden oder reden wir erstmal mit der Schiffssteuerung? Ich glaube, wir reden mal mit der Schiffssteuerung. Von der Unreliable. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Ungern, die Autoritäten, die Behörden scheinen ja echte Vollidioten zu sein. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Und was willst du bitte machen? Dich in die Luft sprengen? Ich bin nicht hier, um irgendetwas unrechtmäßig zu entwenden.
Ich mag es nicht, wenn man so mit mir redet. Ich bin nicht hier, um irgendwas unrechtmäßig zu entwenden, bis auf die Schrotflinte und die Waffenteile, die ich gerade genommen habe. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengage in airlocks. Prepare to eject all boarded parties in 5, 4, 3, 2, 1. Dir ist schon bewusst, dass wir auf festem Boden stehen, oder? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Ist das Hawthorns Schiff? This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Dein Captain ist jetzt nur noch ein roter Fleck auf der Unterseite meiner Rettungskapsel. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Okay, aber ich bin nicht Hawthorne. Hawthorne ist tot. Verstehe, ich muss Captain Hawthorne sein oder wir kommen hier nicht weg. Ah, es ist schon irgendwie... Hawthorne ist tot. Wir könnten uns dumm stellen, aber wir haben einen relativ intelligenten Charakter. Also was sie im Grunde sagt, sie kann nur Befehle von Hawthorne annehmen. Also müssen wir sagen, wir sind Hawthorne, damit sie Befehle annehmen kann. Haben wir schon verstanden. Ich muss Hawthorne sein oder wir kommen hier nicht weg. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ich glaube kaum, dass so ein Teil einfach irgendwo in einer Garage rumliegt. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and Captain of the Unreliable. Do you understand? Ja, ja, Captain Hawthorne von der Unreliable. Unreliable, gefällt mir. Jetzt hätte ich diesen Captain Hawthorne-Scheiß. Yo, Ada, ich hab's verstanden, danke. Captain Hawthorne von der Unreliable, gefällt mir. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Stufenaufstieg! Tab Fertigkeits- und Vorteilspunkte, bitte. Stufenaufstieg, Glückwunsch! Du wurdest befördert. Du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne deinen Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte. Zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen oder und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Weiter so! Und du schaffst es im Nu ins obere Management. Okay. Ich werde auch versuchen, nicht nochmal zu sterben. Also wir sind jetzt nicht mehr Jack, wir sind jetzt Captain Alex Hawthorne von der Unreliable. Okay. Anti-Clius Management Training. Fertigkeitsverbesserung. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte, mit denen du deine Fertigkeiten verbessern kannst. Punkte in Kernfertigkeiten, Nahkampf verbessern, all damit verbundenen spezialisierten Fähigkeiten bis zu einem Maximum von 50. Nach 50 kannst du die Punkte direkt in spezialisierte Fertigkeiten bis 100 investieren. Jede Fertigkeit verbessert sich mit Punkten, aber alle 20 Punkte erhältst du besondere Freischaltungsboni. Worum genau es sich dabei handelt, steht in Fertigkeitsbeschreibung. Rüstung, Verbrauchsgegenstände und Statuseffekte können zeitweise deine Fertigkeiten erhöhen oder senken. Das hilft bei Fertigkeitsproben und den passiven Boni der Fertigkeiten, ändert aber nichts an den Freischaltungen. Arbeite sorgfältig, verbessere dich selbst und auch du kannst den Sprung auf die mittlere Führungsebene schaffen. Wir haben 10 Punkte. Alles klar, die packe ich auf alle. Das ist nicht so, dass ich sage, ich will jetzt auf Langwaffen, sondern ich sage Fernkampf. Und dann kann ich 10 Punkte auf Fernkampf.
Okay, ich will tatsächlich Fernkampf ein bisschen leveln. Packen wir Langwaffen auf 25. Und tatsächlich ein bisschen überzeugen und lügen. Na. Überzeugen 30. Dann haben wir noch einen einzigen Punkt. Medizin, würde ich sagen. Hier alles auf 17. Okay. Anwenden. Nach Bestätigung deiner Punktzuweise nicht mehr rückgängig. Ja. Kampfdialogfertigkeiten. Du hast eine Dialogfertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden die diese dadurch automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Was? Überzeugen oder was? Anfänger? Nee. Kauern? Einschüchtern. Ich habe Einschüchtern 21. Schrecken 20% Chance, dass Kreaturen Schrecken erleiden und 10 Sekunden lang fliehen, wenn du eine tötest. Antiklios spezialisiertes Management-Seminare. Vorteile auswählen. Willkommen bei der Vorteilsauswahl. Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile du von deinen Vorteilspunkten kaufst. Alle 2 Stufen erhältst du einen neuen Vorteilspunkt. Du kannst auch im Spielverlauf Vorteilspunkte erhalten, indem du zum Beispiel Schwächen akzeptierst. Mit je 5 neuen Vorteilen wird ein neuer Vorteilsgrad für dich freigeschaltet. Auntie will dein Bestes, damit sie die Beste wird. Süß. Du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. Plus 50% Grundleben. Okay. Langsame Welt. Zeit in taktischen Zeitdilation dauert länger an. Das ist bestimmt ganz normal. Plus 25% taktische Zeitdilation Maximum. Einsamer Wolf. Manchmal ist die einzig vertrauenswürdige Person Mann selbst. Das ist in Ordnung. Wenn du alleine bist, verursachst du erhöhten Schaden. Also wenn wir keine Begleiter dabei haben. 25% Schaden, wenn allein unterwegs. Schreiter, plus 25% Gehgeschwindigkeit. Jahrelanger Arena-Time-Gebrauch hat dich dauerflink gemacht. Sprintgeschwindigkeit, Waffen, kritische Chance für Begleitergrad oder eine. Tragekapazität. Du bist sehr effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Vielleicht hättest du Lastenträger werden sollen. Es schaltet die Fähigkeit Schnellreise trotz Überladung frei. Ah, okay, ich glaube. Tödliche Demonstrationen kosten einen Vorteilspunkt. Deine Begleiter können dir noch eine Menge übers Töten beibringen. Plus 50% EP von Begleitertötung. Okay. Wir werden auf jeden Fall mit Begleitern rumlaufen. Wir werden nicht einen auf Lone Wolf machen. Das heißt, wir werden den hier auf jeden Fall leveln. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn es um EP-Boni geht, die als erste zu leveln. Weil man dann am frühesten was davon hat. Alles klar. Ich mag solche Dinger eigentlich nicht. Weil das ist immer etwas. Du nimmst es entweder sofort. Oder es lohnt sich nicht mehr wirklich, wenn du es gegen Ende nimmst. Das ist immer eine Fähigkeit, die nimmst du immer sofort, weil es einfach am klügsten ist. Anführer der Siedlung. Okay, gucken wir mal ins Logbuch. Geht nicht. J. Ja, ich habe L gedrückt. Fremd in einem fremden Land. Wir brauchen den Energieregulator. Ja, wir nehmen einfach den Energieregulator von der nächsten Siedlung. Die werden sich bestimmt nicht ärgern. Auf Due diesen. to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Okay, nachladen, gedrückt halten, Waffe wegstecken. Kennt man irgendwie aus Fallout. Ada, alle Türen sind These are zu. the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. Also war er nicht allein? Glück für uns, dass er allein unterwegs ist, sonst könnten wir nicht seine Identität annehmen. Ich finde das so geil. Ich bin nicht Blackjack. Gourmet Saltuna-Filets. Aha. Saltuna in eine Spezialmischung aus Kräutern und Gewürzen in Öl eingelegt und mit Natrium gefüllt. Toll. Fleisch, Grundleben plus 25% hält 2 Minuten. So isst man in Byzantium. Ja, genau. Ich hatte gerade. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Energieregulator erforderlich. If you possess a power regulator,
Please insert the part into the appropriate slot, which is this one. Netter Kern. Die Tür geht also noch. Okay, was ist das da hinten? Was ist das? Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself. Right before he died. Vielleicht wollte er sich intelligenter machen. Okay, kann man respecken. Und da oben waren wir schon. Aber seinen Wunsch hat er ja auch irgendwie bekommen. Wir sind ein komplett neues Ich. Also ein komplett neuer Alex Hawthorne. Wurfballschläger aufheben. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 Workbench is at your disposal, Captain. Kann ich hier? Okay, kann man hoch. Ist hier irgendwas zum Looten? The Unreliable. Ah ja, kann ich ja jetzt auf... Wieso muss ich das eigentlich aufmachen? Ey, da wo sind die Schlüssel für die Spinde? Kriminelle Handlung! Was? Einbruch, Schlossknacken, Hacken und Mord werden allgemein als illegale Aktivitäten angesehen. Wenn du die resultierende Konsequenzen vermeiden möchtest, solltest du sie währenddessen nicht gesehen werden. Hä? Leichtes Sturmgewehr. Hä? Ist doch mein Schiff. Ich bin Alex Hawthorne. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Wir da oben? Klar, da geht's hin. Schiss. Ja, zum Mannschaftsgott hier. Okay, das ist zu hoch für so ein Mutterspringen. Gegenstandsreparatur. Es wird von dir erwartet, Firmenausrüstung im guten Zustand zu erhalten. Einer deiner Gegenstände braucht Reparatur. Du kannst Waffen und Rüstung an einer Werkbank reparieren. Spieler mit der Fertigkeit. Und leichtes Sturmgewehr. Also Wächtersäbel machen wir weg. Ja, zwei Dinger wegen dem Nahkampfwert. Wurfbeischläger ist auch. Ein Zweihänder. Schaden ist höher. Ist allerdings nicht so haltbar. Also der Zustand ist... Warte mal. Wenn ich ihn reparieren würde. Wenn ich ihn reparieren würde... Dann macht er 58, macht er einen Schaden mehr. Ich hab gerade gedacht, weil er bei 68% ist, macht er deutlich mehr Schaden. Wenn ich ihn reparieren würde. Aber nein, so ist das nicht. Aber trotzdem macht er derzeit mehr Schaden als der Teleskopstab. Ach, da ist einfach nur Spaces Choice Logo drauf, alles klar. Wurfballschläger. Die Schrotflinte. Sieht wirklich aus wie ein Granatenwerfer von hinten. Aber von vorne nicht. Ach, guck mal da an. Ach du Scheiße, sind das wie die Stats. Schaden pro Sekunde, Schaden pro Minute, Feuerrate, Ausrüstzeit, Nachladezeit, kritische Chance, kritischer Schaden, Nachrüstungsmultiplikator, Magazingröße, effektive Reichweite 5 Meter, maximale Reichweite 20 Meter, Rückstoß 7,759 Grad, Streuungsreduktion beim Ziel 0,7 Grad, Schwanken 1 Grad, Streuung 3 Grad, Hörbarkeit 44 Meter, was erhöht von 40 Meter. Oder was soll das sein? Wahrscheinlich... Nee. Das billige Sturmgewehr. Das braucht schwere Munition. Also das Sturmgewehr braucht schwere Munition, aber die Schrotflinte nicht. Das erscheint mir nicht richtig. Das erscheint mir absolut nicht richtig so. Ich glaube, den Teleskopstab, den behalten wir noch, falls der Wurfding kaputt geht, aber den werden wir sowieso nicht oft benutzen. Ich werde vornehmlich die beiden Waffen hier benutzen. So, auf dem Schiff haben wir nichts mehr. Dann geht's raus. Ein neues Ich. Hallo?
Lieutenant Mercer und Private Kimball, ich weiß nicht, wem dieses Schiff gehört, aber meins ist es nicht. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Kann ich auch in roher Gewalt bezahlen? Du hast das völlig falsch verstanden. Ich führe eine Raumschiffsinspektion durch. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Okay, die sind echt bescheuert. Da kommt ein Typ aus den Bergen, der ihrem Kollegen in der Höhle geholfen hat. Er überzeugt sie dazu, die Plünderer zu fragen, wem dieses Schiff gehört. Schießt die Plünderer und geht da rein, guckt sich um und sagt, ich bin übrigens Inspektor. Besonders helle bist du nicht, Lieutenant Mercer, ne? This is gonna take a lot of paperwork. Ach, richtig bescheuert. Ich liebe es jetzt schon. Rino 30 Schuss. Was zur Hölle? Ach, das ist das Sturmgewehr. Ah, ja. Das ist ein Riesenplanet. Ist das ein anderer Planet oder ist das der. Sind wir im Mond davon? Von dem? Müssten wir sein, doch. Hat der Mond einen Mond? Plünderer Schläger. Ein Nahkämpfer. Was war das? Ist eine richtige Labertasche. Oh, dann könnte er ja Let's Player werden. Oder Streamer. Sind das jetzt 5 Meter? Kann ich das hier sehen? Wegschleudern. Blenden. Verkrüppeln. Fernkämpfer, der hat einen Handfeuer eingesetzt. Da ist noch einer. Alter, was zur Hölle? Na komm. Komm. Alter, dieses Schwenken. Lief doch ganz gut. Bitmodul, eine Halskette, eine hübsche Halskette für Leute, die auf Halsketten stehen. Diese Halskette drückt ein klares, modisches Statement aus. Schau auf meinen Hals, da hängt etwas dran. Es ist etwas Hübsches. Schau es an. Ein kleiner Prozentsatz an gefundenen Waffen und Rüstung verdient das Prädikat neuwertig. Wir verfügen über was? Über mehr Dingsterbooster. Über mehr Dings da, also über mehr. Da. Ach, über mehr Dings da, Bumster. Haltbarkeit. Neuwertig 100%. Also besser als die. Dann zerlegen wir die. Leichte Pistole. Das ist genau die gleiche Waffe. Tauschen wir sie aus und zerlegen unsere alte. Ich nehme an, Waffenteile und so weiter zu bekommen, ist vermutlich, zumindest im Early Game, wo wir noch nicht so viel Geld haben, besser als Geld. Es kann aber auch sein, dass es besser ist, die Waffen zu verkaufen, als sie zu zerlegen. Muss man gucken.
wie das mit dem Geld ist. Wir kriegen ja schon... Wie viel Geld habe ich denn? Steht das hier irgendwo? 33. Ja. Wollte gerade sagen, schon ganz schön Geld für Waffen. Jetzt sehen wir aus wie ein Plünderer. Aber trotzdem hat uns die Frau für einen Inspektor gehalten. Wir sind einfach verdammt gut im Lügen. Oder das Spiel interessiert sich nicht dafür, wie wir aussehen. Ich habe gedacht, da steht jemand. Guten Tag. Ja, ich laufe mit gezogener Waffe herum. Oh, hey. Where'd you come from? Sehr vertrauenswürdig. Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Ah. Das Spiel achtet darauf. Was soll das heißen? Nicht mein Problem. Sei dir das nicht so sicher. Vielleicht bin ich ja doch ein Plünderer. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Mhm. Ist mir eine Ehre. Ich bin Alex Hawthorne, Captain der Unreliable. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas, Junior in Humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Junior Bestatter. Kommt das mir nur so vor, oder ist er ein bisschen alt für Junior Bestatter? Und Trinker. Junior Bestatter, toller Titel für einen Totengräber. Hey, I earned that fancy title. Started off a lowly Junior Gravesite Builder, then Junior Interment Engineer. Oh! And I was a junior burial assistant for a time. Hm. Für einen Junior irgendwas siehst du aber ziemlich alt aus. Oh, ich liebe es. Das Aussehen der Charaktere ist nicht zufällig. The rate I've been working, I'm bound to earn a promotion. Must be about 50, 60 burials away from associate in humor. Mhm. Hm. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Naja, kommt auf die Arbeit an. Bietest du mir einen Job an? Ich bin Captain der Unreliable. Ich bin alles. Schmuggler, Freischaffender. Kommt auf die Arbeit an. Ich mach, was ich will. Bietest du mir einen Job an? Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Wieso treibst du die Gebühren nicht selbst ein? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Alles klar. Wieso triffst du die Gebühren nicht selbst ein? Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Okay, ist zu beschäftigt damit, Gräber zu schaufeln. Alles klar, ich muss dich da was anderes sagen. Nee, na gut, ich treib deine Gebühren für dich ein. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Phyllis, Conrad, Ludwig und Martin Abernathy, okay. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Mhm. Wo kann ich diese Leute finden? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Da war doch was, das ich fragen wollte. Ja? In dieser Stadt muss einiges im Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. Oh ja, wenn er so viele Leute begraben hat, dass er in der Quote im Rückstand ist. Wie lange bist du schon Juniorbestatter, Totengräber, was auch immer? Er meint ja in 50 Jahren oder so? Habe ich das richtig verstanden? In 50 Jahren oder 50 Wochen ist er vielleicht nicht mehr Junior. Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? Das ist unser Kolonieschiff, oder?
Jetzt sollten wir nicht danach fragen. In dieser Stadt muss einiges im Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. Wer ist welche Seuche? We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Machst du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Was für eine Seuche? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Und wie lange bist du schon Juniorbestatter oder Totengräber oder was auch immer? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Habt ihr viele Leute an die Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Wenn die Plünderer plündern Gräber und die... Deswegen stehen hier die Wachen. Nicht um die Stadt zu beschützen, sondern um die Gräber zu beschützen. Worauf sind sie aus? Beute? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. What? If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna dock my pay. Okay, warte, ich frag das nochmal. Hang on. Whoop. Genau, das war das hier. Falls du ein Problem mit Plünderern hast, kann ich mich gern darum kümmern. Well, if you're gonna go headhunting, talk to Constable Reyes back in town. She pays for marauders by the finger. Was? Pro Finger? Irgendeine Idee, wo die Plünderer herkommen? Couldn't tell you. No, I mean, I'm contractually prohibited from saying anything that might reflect poorly on Spacer's choice. Ah, avoid it. Shouldn't have said that either. Look, forget I said anything. Okay, wer bist du nochmal? Danke für deine Zeit. In den Auftragsdetails werden Ziele deines aktiven Auftrags angezeigt. Deinen aktiven Auftrags hast du im Auftragsdock deines Registers ändern. Okay. Schade. Ich wollte gerade wissen, werden inaktive Aufträge auch auf der Karte angezeigt, aber leider nicht. Also wir haben unsere erste Nebenquest. Ich glaube, er hat uns doch gar nicht gesagt, wo die Leute sind. Er hat nur gesagt, die drei sind in Edge, also Conrad, Phyllis und Abernathy sind in Edgewater und der andere ist Herr Ludwig war am Landeplatz, war das, ne? Genau. Das ist Conrad betreibt den Friseurladen in Edgewater. Ludwig ist als Wache des Landeplatzes südöstlich von Edgewater angesetzt. Oh, ich liebe es, dass hier Beschreibungen sind, wo die Leute sind. Da braucht man sich unbedingt aktiv schalten. Kann man sich doch was merken. Wie zum Beispiel, dass wir in den Turm über der Konservenfabrik müssen, um über den Energieregulator zu sprechen. Mit dem Konzernchef oder sowas. Nein. Phyllis arbeitet als Aufseherin in der Konservenfabrik und Abernathy fühlt sich nicht gut und ist wahrscheinlich in seinem Zuhause. Okay. Ich aktiviere das trotzdem an. Weil wir wissen ja nicht, wo sein Zuhause ist. Huh? What? I wasn't dozing off. Wäre mir auch nicht aufgefallen. Wegen der Maske.